Oh, die Treppe ist noch im Weg. So, während das aufgebaut wird, noch die Treppe hier wegmachen. So, das wieder entfernen. So, jetzt haben wir nur den Laufsteg. Den können wir mal kopieren und hier hinsetzen. Warum kann ich den nicht da hinsetzen? So. Nochmal kopieren und hier hinsetzen. Kopieren, drehen und hier hinsetzen. Und verschieben. So. Jetzt warten wir mal weiter ab, dass die Türme fertig gebaut werden und das Torhaus wieder gerichtet wird. Dafür brauchen wir jetzt wieder mehr Steine und unsere Steinvorräte sind gerade arg gering. Aber da kommen wieder Steine. Wie auch immer das passiert ist bei dir. Du hol mal den da raus. So, und du geh das Holz aufräumen, bitte. Vielleicht sollte ich den noch nicht so tief machen, sondern etwa da noch eins höher sogar. Und dann anfangen hier Tunnel zu ziehen und die erstmal auszuhöhlen und dann mich immer weiter runterarbeiten. Und natürlich das hier sollten wir auch noch alles abtragen. Vielleicht sollte ich mal die Prioritäten etwas umstrukturieren. Das hier nur auf 2 setzen. Und die Steinbrüche jeweils auf 3. So, ich habe 15 Leute. Jetzt sollten ziemlich viele erstmal mit den Steinbrüchen Steine holen. Bevor sie hier großartig bauen. Ja, 6, 6 und 3, das ist eine perfekte Mischung gerade.
Jedenfalls bei den Steinen, die wir gerade haben. So, der Turm sieht fertig aus. Der Turm ist fast fertig. Der Turm ist fertig. Ah ja, stimmt, da war ja noch eine Schicht. Aber ich glaube, ich lasse dann erstmal die Plattform bauen. Sollte ich auch gleich die Plattform hier planen? Das waren die Square Columns. Irgendwie gerade ein bisschen doof, keine Mitte zu haben. Oder es nicht so zu haben, dass es aufgeht. So sind es 4 Felder, so sind es 5 Felder. Wenn ich das so mit 5 Feldern mache. Nee. Okay, machen wir 4 Felder und einmal 3 Felder halt. Moment, wenn ich es so mache, wären es jeweils 2 Felder dazwischen. Wäre eine Steinsäule mehr zwar, aber würde ein bisschen mehr nach gewollt aussehen. Oder ich mache es so. 3 Felder.
Ha, perfekt. 3, 3, 3, 3 und einmal 4 in der Mitte. Oh, halt. Ich brauche L an den Enden. Und T's dazwischen. Balken. Obwohl, die werden nicht gehen. Gut. So, jetzt kann ich hoffentlich. Die hier auswählen, kopieren, ne, ich verschieb die mal. So, dann habe ich nämlich das mal mittig stehen und kann es besser auswählen. Kann es kopieren. Kann es hier hinsetzen. So, die Leute können gerade, glaube ich, nichts mehr bauen. Könnte das sein? Ne, doch einen Stein noch. So, jetzt kann ich das hier. Ach, Blödsinn, ich muss erst noch. So doch nicht. Also ja, zum Glück gibt es genug Wald, dass ich noch mehr Holz schlagen kann. Das war jetzt zu viel des Guten. So. Jetzt kann ich das Ganze kopieren oder einmal hier hinsetzen. Und kann ich mir das Ganze nochmal schnappen. Und es verschieben und hier hinsetzen. Okay. Was jetzt noch vielleicht interessant wäre, wenn ich hier T's nehme oder L's, RX. Probieren wir es mal mit X. Eckverbindung gibt es halt nicht bei Holz. Deswegen gucken wir mal, ob wir ohne Eckverbindung klarkommen, sondern einfach nur so machen. Ja. So haben wir dann halt auch. Ne, so sieht's besser aus, wenn wir die Ecke weglassen. Die Idee finde ich gut. Kann ich mir das hier irgendwie schnappen, das neu gemachte?
Das kopieren und hier reinsetzen. Fast. Na. Oh, er hat's gespeichert zum Glück. Das heißt, ich nehme mal die hier noch weg. So. Ah, jetzt hat er die Auswahl aufgehoben, weil ich einen Rahmen gezogen habe. Oh. Die Stützbalken. Ach, die tue ich jetzt mal schnell. Per Hand, wenn mich die Kamera nicht nervt. Nachtragen. So. Bingo. Das heißt, das wird entfernt. Und das wird entfernt. Das wird entfernt. So. Und eingefügt und verschoben. Und dann kann ich dem hier mal Max Priorität geben. Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir uns mal hier den untersten Ring schnappen. Können wir nicht. Doof. Na, machen wir es mal so.
wieder so. Dann brauchen wir noch die halben Steine wieder. Setzen das mal auch hier drauf. Warum fehlt hier Zeug? Das gucken wir gleich. Sobald ich die Grenze aufgesetzt habe. So, die Säulen sollten eigentlich alle erreichbar sein. Also ich glaube, die Grenze war ein Fehler, die schon aufzusetzen. Die sollte ich erst aufsetzen, wenn ich auch alle Säulen soweit fertig habe. Also alle Säulen an den Mauern. Weil sonst kommen sie an die Säulen nur bedingt dran. Tun sie ja jetzt schon. Wobei, die Säulen hier dürften gehen. 1, 2, 3 hoch und da können sie von hier aus dann hinsetzen, ja. Die Säulen hier werden problematisch. Da müsste ich die Steine wieder abreißen. Oder einfach hier ein Stück Holz hinsetzen, dass sie da hochkommen. Nee, was ich machen sollte, ist das hier. Berichtigen. Weil hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ah ja, ich sehe, was schiefgelaufen ist.